so hard, my dear, to show that you're my every dream. Ja, wir sind hier in der Regionalbibliothek Witziken und das ist die Eröffnung von der Leiothek oder Bibliothek der Dinge. Guten Tag miteinander. Es freut mich, dass Sie uns hier auch begleitet und dabei sind, wenn wir jetzt heute dann die Leiothek eröffnen offiziell. Eben, das Motto ist eigentlich klar, teilen statt besitzen. Das ist ja nicht etwas Neues, wie auch schon erwähnt worden ist. Wir machen das eigentlich seit Jahrzehnten oder wahrscheinlich Jahrhunderten in Bibliotheken. Man muss nicht alles haben, sondern man kann dann aus einer grossen Sammlung oder einem grossen Gerätepark, je nachdem, etwas verleihen, wenn man es braucht. Und nachher gibt man es wieder retour. Wir haben eine sehr grosse Auswahl von Sachen, die wir ausleihen. Neben den normalen, sag jetzt mal, Sachen wie Bücher, DVDs und so weiter, tun wir eben auch Bohrmaschinen ausleihen, Karaoke-Maschinen, Zuckerwattenmaschinen. Jegliche Geräte, die wir auch von der Bevölkerung von Witziken zur Verfügung gestellt bekommen haben. Sie brauchen einfach eine Karte, eine Benutzerkarte für Erwachsene, die 50 Franken im Jahr kostet. Und mit dieser Karte können Sie alle die Sachen, die ich vorher erwähnt habe, plus noch viel mehr, können Sie auslehnen. Und Sie haben auch Zugriff auf E-Books, auf Filmstreaming. Genau. Im Moment geht es sicher darum, dass wir das auch noch ausbauen wollen, das Angebot von jetzt im Moment über 50 Gegenstände, dass wir dann noch mehr zur Verfügung stellen wollen. Wir sind aber auch daran, dass man in der Bibliothek mit Maschinen vor Ort etwas machen kann. Wir haben jetzt auch Planchonet-Maschinen, die wir aufgestellt haben, dass man ab dem Januar da näher kommen in die Bibliothek. Ein 3D-Drucker ist sicher auch ein Thema, das wir sehr bald werden anschaffen werden. Also es geht ein bisschen in die Richtung, dass man auch Sachen vor Ort brauchen kann. Die Leiothek Witziken ist ab jetzt offiziell eröffnet.